Heutzutage ist Social Media ein fixer Bestandteil unseres Alltags und es wird immer mehr berichtet, wie uns Social Media auch beeinflusst. Genau dieses Phänomen wollten wir im Zuge des Diversity-Tags untersuchen, also welche Auswirkungen Social Media auf unser Body-Image hat. Dazu haben wir einerseits Personen aus unserem Freundeskreis interviewt und andererseits eine Umfrage auf Instagram hochgeladen, die Personen dann anonym beantwortet haben. Folgende Fragen haben wir gestellt. Welches Gefühl löst es bei dir aus, wenn du dich mit einer attraktiven Person vergleichst? Hast du mehr begonnen, deinen Körper zu hinterfragen, als du mit Social Media aktiv geworden bist? Wie beeinflusst Social Media dein Körperbild? Was hilft dir, deinen Körper mehr zu akzeptieren? Hast du durch Social Media schon einmal daran gedacht, eine Schönheitsoperation durchzuführen? Ein bisschen Selbstzweifel und das Gefühl, nicht genug zu sein oder den Stress zu bekommen, besser zu werden. Ich bin strenger zu mir selbst und erwarte mehr von mir und vergesse oft, dass viel retuschiert wird oder halt nicht echt ist auf Social Media. Deswegen eher ins Negative. Als ich angefangen habe, auf den Social Media Plattformen aktiv zu sein, habe ich mir auf jeden Fall viel, viel mehr Gedanken über mein Aussehen und über meinen Körper gemacht. Und habe dann irgendwie das Mindset entwickelt, dass schlank sein glücklich sein bedeutet und dass ich erst dann gut genug bin. Also ich habe mir selbst eingeredet, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht unter Anführungszeichen perfekt aussehe, also den perfekten Körper habe. Und je länger und öfter ich dann aktiv auf den Social Media Plattformen war, desto unzufriedener bin ich mit mir selbst geworden. Und das war auf jeden Fall dann auch ein Grund, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich die sozialen Netzwerke bzw. eben meine Profile gelöscht habe. Und ich werde eben jetzt nicht mehr jeden Tag mehrmals mit den Schönheitsidealen konfrontiert, obwohl man so ja oft genug damit konfrontiert wird. Aber dadurch geht es mir eben viel besser und ich habe gelernt, dass glücklich sein eben nichts mit dem Aussehen zum Tor hat, was Instagram für mich zum Beispiel aber schon so vermittelt hat. Wenn ich mich mit attraktiven Personen vergleiche, dann passiert es oft, dass ich mich selber nicht so schön fühle in dem Moment. Also auf jeden Fall fühle ich Unsicherheit, Zweifel und ich fühle mich ziemlich klein. Das war aber vor einigen Jahren noch viel, viel stärker als jetzt. Was mir hilft, meinen Körper zu akzeptieren, also erstens mir klarzumachen, dass ich viel mehr bin als mein Körper. Also mir bewusst zu machen, dass mein Körper mich nicht definiert, ganz egal wie er ausschaut. Und zweitens mir aber auch trotzdem bewusst Zeit zu nehmen, meinen Körper anzuerkennen und dankbar zu sein, was ich alles durch meinen Körper so machen und erleben kann. Ob ich durch Social Media schon mal an eine Schönheits-OP gedacht habe? Ja. Und das Body Positivity Movement hat mir persönlich schon geholfen, meinen Körper zu akzeptieren. Nur würde ich mir wünschen, dass das auch in der realen Welt zum Normalzustand wird, dass man nicht auf dem Körper und das Aussehen reduziert wird. Früher war ich auch vor allem auf Seiten wie Tumblr zum Beispiel und da gab es überhaupt kein Body Positivity. Also dort war das ja crazy. Also da gab es dann eben irgendwelche Trends mit dem Thigh Gap und solche Sachen und da kommt man auch ziemlich schnell eigentlich auf einen Content, der sehr erschreckend ist, also wirklich Content von Magersucht und Zeugs. Und ja, also definitiv und durch diese Seiten in Wahrheit habe ich mich voll hinterfragt und bin da auch so ein bisschen vielleicht reingerutscht und Gott sei Dank früh genug rausgekommen. Aber das ist auf jeden Fall der Grund auch, warum ich dann eigentlich in sehr frühen Jahren meinen Körper hinterfragt habe. Und ich glaube, wenn ich nicht auf Tumblr gewesen wäre, nicht auf Instagram so früh und erst später, wäre das nicht so gewesen dann. Weil das wirklich nicht in meinem Umfeld so war, sondern nur im Internet eben auf Social Media. Also ja. Also ich finde das immer sehr inspirierend,
wenn eben Leute auf Social Media ihren echten Körper zeigen eben. Auch, dass zum Beispiel Photoshop jetzt nicht mehr wie früher ganz normal ist, sondern dass es viel mehr eben gezeigt wird, ja, Photoshop ist schlecht, weil man eben keine Makel sieht. Also es ist auf jeden Fall, es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich einfach das, ich bewundere es aber einerseits auch, weil ich mir denke, wow, ich könnte mich nicht so zeigen. Also ich glaube, das ist wieder noch ein anderer Step, wenn ich sage, okay, ich zeige mich jetzt auch so auf Social Media, das könnte ich wirklich nicht. Also dazu wäre ich noch viel, viel zu unsicher. Aber ich bewundere es jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der das macht. Und ja, und dann denke ich mir auch, ja, also es ist auch wenn es vielleicht nur manchmal kurz ist, denke ich mir, hey, ja, stimmt, ich sollte meinen Körper auch akzeptieren und finde das richtig cool. Und wenn es wirklich alle machen würden und wenn es ein größerer Trend ist, als dünn zu sein und immer perfekt auszuschauen, ich meine, weil ich glaube, dass diese Trends sich trotzdem noch beide quasi koexistieren und noch nicht das eine mehr als das andere ist. Aber wenn jetzt quasi Body Positivity jetzt wirklich einen Hype bekommen würde und es alle machen würden, dann würden sich sicher viel, viel mehr Leute wohl an ihrem Körper fühlen, weil das dann ganz normal wäre und nicht als Fett und was auch immer abgestempelt werden würde. Also ich finde, es ist ein Megaschritt in die richtige Richtung und es hilft mir auf jeden Fall auch. Ja. Ich denke mir, dass es bei Männern oft der Fall ist, dass wenn man ein Foto sieht von gut gebauten Männern, mit zum Beispiel Sixpack oder einem großen Bizeps, dass natürlich oft dieses Bedürfnis aufkommt, dass man auch diesen Körper erlangen möchte, dass man auch einen Sixpack besitzen möchte, auch einen großen Bizeps haben möchte. Und ich denke mir, dass dieser spezielle Wunsch nach diesem Wunschkörper quasi in Motivation dann umgewandelt wird. Also man fängt an, was für seinen Körper zu tun, man betreibt mehr Sport, man trainiert mehr, man hat quasi immer dieses Ziel vor Augen, diesen Körper zu erlangen. Und man muss heutzutage aber auch bei Social Media unterscheiden, was ist wirklich realitätsnah und was ist wirklich in Szene gesetzt. Denn heutzutage ist es sehr oft der Fall, dass die Lichtverhältnisse müssen passen, es wird immer meistens ein Filter über die Bilder gelegt, es wird immer bearbeitet und man muss wirklich schauen, was ist jetzt wirklich echt und was ist wirklich nur in Szene gesetzt. Du sollst nicht aussehen wie irgendjemand anderer, sondern du sollst aussehen, so wie du aussiehst. Es ist, wie man so schön sagt, du bist perfekt, so wie du bist. Und ich finde, da spielen auch die Einflüsse eine wichtige Rolle, denn umgib dich mit positiven Einflüssen und nicht mit negativen. Irgendwelche negativen Einflüsse, die eine Unsicherheit bei dir hervorrufen, entfremde dich von diesen und lass nur die positiven Einflüsse auf dich wirken und gib dich mit Menschen, bei denen du dich wohlfühlst. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, auf Dinge, die du an dir magst und nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten, die nicht perfekt sind, in Anführungszeichen. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht oder sich gesund ernährt, dass man hierbei seine Fitnessziele nicht nach einer Zahl richtet, sondern den Sport soll ja nicht eine Strafe sein. Es soll einfach für dich gut sein, für deinen Körper gut sein. Ich glaube, da braucht es das richtige Mindset dazu, dass man sich halt darüber im Klaren ist, dass vieles, was man auf Social Media sieht, halt nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, das sollte man auch immer, deswegen sollte man solche Fotos und Videos auch immer mit einem, halt, wie sagt man, nicht mit vollem, es gibt auf Englisch schon ein Sprichwort, with a grain of rice, irgendwie sowas, so dass du es halt irgendwie nicht ganz, so ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch hat, also ich nehme es halt, man soll es halt nicht ganz für bare Münze nehmen.